So, was wir hier jetzt machen müssen, ist uns erstmal eine Werkbank hinstellen, damit ich alles mir immer craften kann, was ich gerade brauche. So, hier ist die Werkbank. Davon brauche ich massenhaft hier von dem Holz. Und jetzt machen wir uns erstmal massenhaft Schilder. Oh, machen wir mal 10 Schilder. Ah ja, da unten muss ja noch ein Stick hin, damit es ein Schild ergibt. Denn was wir uns beim Transportieren der Zombies bei jedem Spawner zum Nutzen machen, ist die Tatsache, dass Schilder Wasser vom Fließen abhalten. Das ist ein sehr netter Effekt in jedem Zusammenhang. Und zwar können wir dadurch dafür sorgen, dass die Zombies, schreibe ich mal hier Falle drauf, durch den Wasserfluss bis hierhin kommen. Jetzt brauche ich hier wieder ein Schild im Inventar. Wieder eins und hier wieder eins. Hier ist unsere Falle. Da machen wir noch ein Schild hin. Falle 2. Machen über den Teil da noch flotten Block. Jetzt brauche ich auch schon Wasser, um grob direkt zeigen zu können, was ich hier als nächstes mache. So, Wasser. Und Wasser. So, und zwar können wir jetzt aufgrund der beiden Schilder hier Wasser hinsetzen, wo drunter hier drunter direkt kein Wasser ist und rechts davon auch nicht. Sprich, die Zombies werden jetzt hier hingeschwemmt, kommen da ins Wasser, haben Angst zu ertrinken und schwimmen hoch. Was machen wir mit hochschwimmenden Zombies? Wir setzen hier noch ein Schild hin, damit sie nicht ertrinken. Das wäre nämlich kontraproduktiv. Ich hätte Cobblestone mitnehmen sollen und Leitern. Bin gerade wieder da. Dumm, 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 ich vergesse da alles. Ja, aber die Idee ist halt, die Zombies auf diese Art hochzukriegen. Dass sie halt immer in so ein Wasserfeld kommen, glauben zu ertrinken, hochschwimmen, dort kurz ein Luftfeld haben, dass sie darin nicht verrecken, wieder in ein neues Wasserfeld kommen, weiter hochschwimmen und so weiter, bis sie die gewünschte Höhe erreicht haben. Wenn die Zombies dann die gewünschte Höhe erreicht haben, lassen wir sie durch das Wasser weiterlaufen und, da ist mein Haus. Jetzt bin ich verwirrt. Lassen wir sie durch das Wasser, das wir dann oben wieder laufen lassen, an den Abgrund bringen, wo sie runterfallen und schön Fallschaden nehmen, wie es uns gefällt. Das ist schon der ganze Zauber. Wir schieben die Zombies dahin, wo wir sie haben wollen, lassen sie dann schön durch Fallschaden sterben. So, hier sind meine Steine. Oh, das sollte hoffentlich reichen. Leiter. Leitern habe ich noch keine gemacht, ne? Nein, wie machte ich die denn jetzt noch? Ich glaubte, dafür brauche ich Sticks. Und für Sticks brauche ich nochmal massenhaft mehr Holz. So. Das sollte dann hier auch gerade schon reichen. Dum, dum, dum. Zack, Leitern. Ist auch schon viel zu viel Leiter. Ist aber egal, ich kann die ja später immer noch vielleicht irgendwann für irgendwas gebrauchen. Immer schmeiß ich das Zeug hin. Dum, dum, dum. Und wieder dahin gehen. Das kennt man ja auch in Minecraft, wenn man an irgendeiner Ecke was baut, was vergessen hat, dieses ständige Hin und Her. Ich glaube, das ist keine Seltenheit. Ja genau, ist eine Seltenheit. Ist keine Seltenheit für einen Minecraft-Spieler, dass der gelegentlich je nach Projekt einfach was vergisst und dann ständig hin und her und hin und her und zurück und mein lieber Gott. So, dann kann ich hier nämlich
schön wieder den hier drumherum setzen. Auf hier die Höhe Wasser. Da wieder draufsetzen. Jetzt auch da. Und hier ein Schild, auf das ich nichts mehr schreibe. Jetzt muss ich mal flott zwei neue Eimer Wasser holen. Hier jetzt die Leiter hin. Und uns da entlang ein bisschen nach oben graben, was hoffentlich nicht bestraft wird. Na, dann kann der Block da bleiben. Stört mich jetzt nicht so sehr. Wasser! Schild. Und Schild. Schild. Fertig. Block, Block. Block. Wasser. Und jetzt muss ich mir hier wieder den Ausgang machen. Damit ich auch am Ende wieder runterkomme, um mir neue Leitern zu holen. Neue Leiter, neues Wasser. Neues Wasser. Leiter hoch. Hier noch ein bisschen Platz nach oben gegraben. Ich weiß, dass ich eine Spitzhacke auf Erde benutze, falls das irgendjemand feststellen will. Wohl an und für sich, ne, ich mache hier oben im nächsten Schritt eine unendliche Wasserquelle hin. So, Schild. Wasser. Schild. Schild. Wieder hier ein Schild. Sprung. Wasser. Schild. Fertig. So, flapp. Und das eigentlich hier schon an Umleitung reicht, die ich jetzt bald habe. Ja, das reicht dann. Wollen ja nicht zu unendlich weit hochbauen, da grabe ich uns gleich einfach ein bisschen was ins Erdreich und dann ist auch gut. So, Wasser. Jetzt müssen wir hier noch ein kleines Stück höher bauen. Damit wir jetzt als nächstes da wieder ein Schild. Wo habe ich's? Mein letztes Schild. Wie abgezählt. Hier wieder ein Schild hinsetzen können. Und darüber jetzt Wasser, dass die Zombies, die hier oben ankommen, begrüßt und wegschwemmt. Natürlich jetzt nicht so unkoordiniert, ungeplant, wie es jetzt hier gerade aussieht. So. Wird schon wieder Nacht, doch wohl nicht. Es wird doch wohl nicht etwa schon wieder Nacht. Doch natürlich wird es schon wieder Nacht. Und wo ist eigentlich der Block, wo ich das Ganze hinlenken will? Aha. Noch drei weiter. Okay, gehe ich nach Hause, mich ins Bett legen und dann baue ich da oben noch drei weiter. Und habe oben die Weiterleitung fertig für die Zombies. Obwohl, notfalls muss ich noch ein bisschen weiter bauen bis dahin, wo das Wasser endet. Aber das ist auch kein Problem. Dum, dum, dum. Mampf, mampf, mampf. Lass mich rein. Lass mich schlafen. Schlafen. Sehr gut. Und der böse Enderman von vorhin hat mich gar nicht verfolgt. Das wundert mich ein wenig. Aber okay.
Muss er ja auch nicht. Ich bestehe ja nicht darauf. Hüpf, 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 hüpf. Gleich ist er fertig. Gleich ist er fertig. Mein Zombie spawn allein. So. Dum 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 dum. Ma. Ich wollte dich da jetzt nicht haben. Komm ich mal noch hier ins Inventar und tu das Wasser oben hin. So, okay, ist man noch nicht weit genug. Immer noch nicht, immer noch nicht. Immer noch nicht. Ah, hier ist der Punkt, an dem die Zombies dann geschwemmt werden. Und hier dann runterfallen, sobald alles dicht ist. Dann kann ich hier oben ja alles zumachen. Dum dum dum. Wunderschöner Zombie-Spawner. Der in Wahrheit voll hässlich ist, aber ja auch noch funktionieren muss. So, was übrigens auch von Bedeutung ist, das hier, das habe ich bisher durchgängig vergessen, befürchte ich. In den Gängen, wo die Zombies durchgehen sollen, Licht macht, dass euch da nicht einfach so zwischendrin ein Creeper spawnt oder sowas, dass die wirklich nur unten in der Hauptkammer spawnen. So, gehe ich mal hier lang runter. Hier seht ihr schon, ertrinken, nicht ertrinken, ertrinken, nicht ertrinken, ertrinken, nicht ertrinken. Unser System ist soweit klar. Mach ich mal hier noch eine hin. Und ist ein bisschen nah am Spawner selber. Ist das jetzt zu dunkel oder nicht? Mach ich hier eins hin. Ah ne, da ist gegenüber die Tafel hier. Das sollte das da hinten eigentlich nicht mehr groß beeinflussen. Gehen wir wieder hoch. Ertrinken, nicht ertrinken, ertrinken, nicht ertrinken, ertrinken, nicht ertrinken, ertrinken, nicht ertrinken. Und können hier die Falle bauen. So, bauen wir uns hier mal gerade zu. Ah, super schlau gemacht, Narvik. Du alter Held. Was kannst du eigentlich? So, und jetzt bauen wir uns gerade nach unten. Sie fallen 2, 3, 4. 4, das sind 2 Herzen. 3, 5. Oh, ich schreibe mir das mal gerade auf, falls ich es irgendwo vergesse. Sollte zwar nicht sein, aber okay. So, da wir wollen, dass die Zombies, sobald sie hier runterfallen, fast tot sind und Zombies 10 Herzen haben, bauen wir noch 9 Felder runter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So sollten die Zombies hier unten fast tot ankommen. Dum dum dum. Hier jetzt wieder ein Weg hoch. Wenn hier jetzt gleich irgendwo Lava ist, dann habe ich das Rappelpappel verdient. Hier ein Licht. Obwohl, mache ich mir hier unten ein bisschen mehr Platz. Denn wenn Zombies sich sammeln, klitschen die in den aktuellen Versionen noch so richtig schön viel rum. Warum mache ich das weg? Männenstein hätte bleiben können, dann war es der hier. So. Mache ich hier 2x2 jeweils vom Spawner weg.